Auch schon im Desert Breeze Park. Ich bin jetzt hier auf dem Test Area von Hexo Plus. Obwohl es ein Desert ist, ist es ziemlich kalt. Und ja, hier sind die scharfen Hexo Plus Drohnen, die hier auf dem freien Gelände ausgetestet werden können. Und das Ganze funktioniert ganz einfach mit einem Telefon. Als App steuert man das Ganze, trackt das Ganze und dann, ja, gucken wir mal, wie das funktioniert. Das Besondere daran ist, dass man ganz anders als bei den anderen Geräten hier einfach mit einem App die Drohnen steuern kann und nicht mit einer Fernbedienung, wie man es vielleicht aus früheren Zeiten kennt. So the main difference between the drones from Hexo Plus is that you actually use a mobile device to make the control. You don't have a motion control, you can use your mobile device. It's a software-based application and that's really interesting. So we're gonna check this out. You can fly if there is more wind, but it's dangerous. Your footage will be... The gimbal is then actually vibrating. Yeah, it will be shaky and... Understood. Mm-hmm. But we fly. Okay. Sorry. Switch on? The switch, uh-huh. Yes. Switch on the GoPro. Come with you. Come a little bit more far away. We do. So you can choose several movement. I don't damage. There is no risk. Okay. There is just. So, also ich habe jetzt die Fernbedienung bekommen und kann mir also aussuchen, welche dieser vorinstallierten Applikationen ich benutze. Es gibt hier sowas wie 360 Grad rundum, Slide in, Slide out, Fly in, Fly out. Und ich drücke jetzt einfach mal Fly out. Und? Okay, he finished his movement. Ah, okay. Das Ding dröhnt da oben ab. It's flying. You can start another movement or replay if you want to start another movement. Which one? Start another movement. Patrick? Moment. 360 degree? Yeah. Close. In front? Go. It's amazing. I love it. It's so easy. Ja, er sagt, ich kann mal das Fahrrad benutzen. Das werde ich auch machen. Ich stecke das Telefon in meine Tasche, schnapp mir mein Fahrrad und sage, juhu, ich möchte jetzt gerne 30 Minuten Fahrrad fahren und das Ganze von oben gefilmt haben. Super cool, funktioniert. Ich habe jetzt also die ganze Zeit die Drohne die Arbeit machen lassen. Bin wieder da. Der Abstand ist auch immer der gleiche geblieben. Also wenn ich jetzt fertig bin, hole ich einfach das Telefon wieder raus, sage Stopp, du brauchst nicht weiter aufnehmen und dann Landing. Ne. Fantastisch.